Ja, moin moin, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor dem 23. Spieltag, an dem der HSV am Sonntagabend um 17.30 Uhr Hertha BSC im Volksparkstadion empfangen wird. Ich begrüße unseren Cheftrainer Markus Gisdol. Und Markus, vorgestern war das Pokalspiel gegen Borussia Mönchengladbach, wo wir einen guten, engagierten Auftritt hingelegt haben, der nicht belohnt wurde. Wie ist danach jetzt so die Gefühlslage bei dir und in der Mannschaft? Ja, zum einen ist es klar, dass ich diesen Auftritt auch erwartet habe von unserer Mannschaft und es auch wichtig war, dass wir so auftreten. Deswegen will ich es nicht besonders herausheben. Für mich war es normal, dass wir so spielen und dass wir so auftreten und ein gutes Spiel abliefern. Ich glaube, es ist immer wieder so ein bisschen auch dann gleich Gefahr drin, dass man so ein Spiel dann wieder zu gut sieht und dann sagt, okay, ihr hättet eigentlich gewinnen können oder dort vielleicht auch gewinnen müssen. Und dann so ein bisschen wieder gleich wieder manche Dinge zu rosarot gesehen werden. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir ganz konzentriert bleiben und ganz sauber weiterarbeiten und die nächsten Aufgaben angehen und für uns zum Standard machen, dass wir diese Leistungen regelmäßig jetzt in der Bundesliga bringen, in den letzten 12 Spielen und dann dort unsere Punkte einfahren. Aber natürlich ist es... Wird es nicht einfach, speziell ich habe eine Nachricht bekommen, die gar nicht gut ist. Aus dem Spiel raus haben wir eine schwere Verletzung mitgenommen, die uns jetzt überrascht. Mergin Mabray wird mit einem Sehnenanriss am Knieansatz circa 4 Wochen ausfallen. In der Szene beim Elfmeter hat er sich da verletzt und das ist natürlich jetzt zunächst einmal für uns heute bitter, aber dann müssen wir es schnell auch wieder kompensieren. Aber das ist was natürlich so ein großer Wermutstropfen aus dem Spiel raus auch ist. Okay, danke Markus. Dann bitte ich um Ihre Fragen. Kurzes Handzeichen. Fang an bei Wolfgang Stephan vom Stader Tagblatt. Herr Gisdol, das ist natürlich klar die Frage nach Giroud. Wie sieht das aus? Ist er fit? Kann er wieder spielen? Was wäre noch eine Alternative dann in der Innenverteidigung? Ja, aber Johann. Können Sie überhaupt zum Krankenstand oder zur Situation der Spieler was sagen? Ja, bei Johann ist es so, er wird heute noch nicht trainieren können. Johann hat nach wie vor Magen-Darm und kann vielleicht heute für sich einen lockeren Lauf machen. Das ist aber auch noch fraglich, weil er sich noch gar nicht gut fühlt. Von daher ist durchaus damit zu rechnen, dass er am Sonntag noch nicht einsatzfähig ist. Was die anderen Spieler angeht, gibt es keine größeren Dinge, die jetzt aufgekommen sind. Normale Blessuren, die du aus dem Spiel raus mitnimmst, wo vielleicht heute der ein oder andere auch noch ein bisschen reduziert trainiert, um dann morgens Abschlusstraining machen zu können. Aber jetzt keine großen Fragezeichen, die zum Glück nicht mehr dann zusätzlich dazugekommen sind. Weitere Fragen? Simon Brasch von der Mopo. Herr Gisdol, mit einem Spiel gegen Berlin begann, glaube ich, Ihre Zeit beim HSV. Wenn Sie jetzt die Zeit Revue passieren lassen, was hat sich seitdem entwickelt? Insbesondere was den Spielstil angeht, sind Sie damit so zufrieden, wie es jetzt gerade läuft? Und wie hat sich die Mannschaft aus Ihrer Sicht entwickelt in dieser Zeit? Man hat ja wenig Zeit, irgendwie zurückzublicken und auch immer wieder zu bilanzieren, aber wenn ich spontan an die Zeit zurückdenke, dann fällt mir natürlich ein, dass es in der Phase so war, dass man große Bedenken hatte, ob man überhaupt ein Tor schießen kann, geschweige denn, ob man wettbewerbsfähig ist. Das hat dann nochmal ein paar Spiele gedauert, bis wir uns ein komplettes Bild machen konnten und haben dann nach weiteren 5 Spielen dann gewisse Maßnahmen eingeleitet. Und ich glaube, seitdem wenn man den Ausrutscher jetzt von Bayern mal abziehen würde, ist es eine Entwicklung, die sich sehen lassen kann, die punktemäßig auch in Ordnung ist, vom 10. Spieltag an gerechnet. Aber wir zahlen natürlich jetzt immer noch so die Rechnung von den ersten 10 Spielen. Ja, und die wird uns bis zum Ende der Saison auch begleiten. Da wirst du dich nicht ganz frei machen können. Selbst wenn du mal mehrere Spiele in Folge gewinnen würdest, hast du dann trotzdem immer noch, wird immer bis ein, zwei Spieltage oder bis zum letzten Spieltag einfach immer alles möglich sein. Deswegen, ja, ich glaube, dass wir im Spielstil schon was entwickelt haben, aber das halt noch nicht stabil ist.
denke, dass wir ordentlich auftreten teilweise, manchmal sogar gut, aber wir das noch stabiler entwickeln müssen und natürlich nach wie vor noch die eine oder andere Sache, Baustelle auch bei uns da ist, die wir noch schließen müssen. Aber für die Gegebenheiten, sage ich mal, die dann da waren und die wir vorgefunden haben und jetzt verändert haben, finde ich, ist es ordentlich. Henrik Jacobs vom Abendblatt. Sie haben in Ihrem ersten Spiel als HSV-Trainer erlebt, wie unangenehm Hertha BSC ist. Können Sie mal sagen, was Hertha so stark macht und vor allem, was Hertha auch seit 2 Jahren vielleicht sogar besser macht als der HSV? Ja, im direkten Vergleich mit anderen Mannschaften tue ich mich immer schwer, weil du natürlich das Innenleben von den anderen Clubs nicht kennst und ich ja auch jetzt nicht über ganze 2 Jahre hier bin, sondern ich glaube noch nicht mal ein halbes Jahr insgesamt. Deswegen, Hertha ist Tabellenplatz 5, hat 37 Punkte, das spricht schon Bände, ja, das ist so einfach schon, dass, und wenn du die Ergebnisse nur von den Ergebnissen her anschauen würdest, siehst du, dass es sehr disziplinierte Mannschaft ist, die sehr unangenehm auch immer wieder ist, auch wenn sie in Führung ist, gut verteidigt, sehr stabil spielt, sehr diszipliniert, keine Besonderheiten macht im Spiel, sondern extrem einfach auch das Spiel hält und die Grundtugenden da hat. Deswegen einfach so ein Stück für Stück sich da jetzt unter den ersten 6 so fast schon etabliert hat in den letzten 2 Jahren und dieses Jahr wirklich auch wieder eine tolle Vorrunde gespielt hat, jetzt gegen Frankfurt wieder einen stabilen Auftritt hingelegt hat. Eine sehr schwer zu spielende Mannschaft, weil sie dir wenig Möglichkeiten gibt, ja, die gibt dir wenig Räume, wenig Situationen, wo du sagst, okay, du könntest da jetzt so ein Feuerwerk abbrennen, sondern du musst ein Stück weit auch Geduld mitbringen. Und auch von der Erwartungshaltung. Ich denke einfach, für uns ist es wichtig, aufgrund von unserer Situation, wie alles ist, sind es auch Spiele, wo du dann auch zu Hause sagst, klar willst du das Spiel gewinnen, aber wenn du dann auch mal was mitnehmen kannst, das dann vielleicht auch mal ein Punkt ist, dann musst du mit sowas dann auch leben können, weil du spielst gegen einen guten Gegner, einen richtig guten Gegner. Ja, klar, wir versuchen es zu gewinnen, aber es wird eine ganz harte Nuss werden. Lars Pegelow von NDR 90,3. Herr Gisdol, Sie wurden ja auch in den vergangenen Tagen und Wochen hin und wieder schon mal nach Aaron Hunt gefragt, der ja also wieder da ist. Hätten Sie das gedacht, dass der so wiederkommt? Gewünscht. Gewünscht, ja, habe ich es mir vom ersten Moment an, aber es ist einfach auch so, wir wollen ja die Türen immer offen lassen für jeden Spieler. Und bei Aaron war es so, dass es einfach bis zur Winterpause nicht so richtig funktioniert hat, weil sich so ein bisschen auf dem Weg befunden hat und das Spiel gegen den Ball noch nicht so 100% angenommen hat, wie wir attackieren wollen, was wir machen wollen. Und dann am Ende der Transferperiode, als wir alle zusammen entschlossen haben, nee, machen wir jetzt nichts und das funktioniert nicht, dann auch nochmal ein klärendes Gespräch untereinander gab und dann zu sagen, nee, jetzt machen wir nochmal einen Strich drunter und fangen wir nochmal neu an und versuchen einfach auch gemeinsam vorwärts zu kommen. Ja, und ich finde, dass Aaron das jetzt klasse macht seit dem Zeitpunkt und das im Training gut umsetzt und deswegen auch im Spiel das gut umsetzt. Ähnlich, sagen wir mal, wie Bobby. Bobby auch so einen großen Schritt gemacht hat. Bobby, was das Spiel gegen den Ball angeht und deswegen auch besser spielt mit Ball. Und so eine ähnliche Entwicklung könnte ich mir bei Aaron vorstellen. Ja, die macht jetzt einfach wirklich gute Spiele und gute Schritte vorwärts. Das ist schön zu sehen. Und das zeigt mir einfach, welche Überraschungen manchmal dann auch möglich sind. Und die tun uns richtig gut. Wir brauchen nicht nur 11 gute Spieler, sondern wir brauchen einfach viele gute Spieler in unserem Team. Und deswegen hat Aaron da auch ein Lob verdient. Wolfgang Stefan nochmal. Herr Kistolte, wenn Sie jetzt die Entwicklung ansprechen, Leipzig-Spiel, Freiburg-Spiel, Gladbach-Spiel, wie ist dann so eine Leistung wie in Bayern möglich? Oder eine Nichtleistung? Die ist zu akzeptieren, die ist nicht möglich. Die müssen sie akzeptieren. Ich kann Ihnen keine 100% Erklärung dafür geben. Es gibt ja manchmal so Erklärungen im Gesamtzusammenhang, warum eine Mannschaft da und da steht in der Tabelle. Und bei uns sind halt solche Dinge zu akzeptieren in unserer Mannschaft, um eine schwerwiegende und große Analyse dazu machen. Dazu ist dann nach der Saisonzeit. Für uns ist jetzt immer wieder wichtig, schnell abzuhaken. Und eine Fähigkeit hat unsere Mannschaft ja. Nach solchen schlechten Auftritten oder nach so einem schlechten Auftritt, glaube ich, gibt es nicht viele Mannschaften, die das dann so abschütteln können und dann so auftreten wie jetzt in einem Heimspiel gegen Gladbach.
Und an den Dingen müssen wir uns momentan orientieren und nicht nochmal so tief reinzugehen in die Seite, die wir nicht sehen wollen. Martin Seidemann, NDR 2. Herr Gisdol, wie schnelllebig das Business ist, können wir hier jetzt gerade am Beispiel des HSV wunderbar sehen. Vor 2 Wochen konnten Sie sich über 3 Siege innerhalb von 8 Tagen freuen. Jetzt mussten Sie 2 Niederlagen einstecken. Haben Sie eine Idee, warum es beim HSV so schwierig ist, Konstanz, Kontinuität reinzubringen? Ja, das ist jetzt ein bisschen arg tief gegriffen. Ich glaube schon, dass es nur von den Ergebnissen her jetzt mal, also in München kann man schon verlieren. So nicht, wie wir es gemacht haben, aber kann man schon verlieren. Und gegen Gladbach, dass er da mal ein enges Spiel auch verlieren kann. Deswegen, also so dramatisch jetzt, wie Sie es jetzt sehen, das ist ja so typisch. Ja, hoch, runter, hoch, runter. Warum? Ja, jetzt lass uns doch mal normal weiterarbeiten. Ja, also so schlimm war es jetzt nicht. Uli Pingel, Hamburg 1, Sport 1. Nur noch mal eine Nachfrage bei Giroud. Das heißt Magen-Darm, aber da sieht es schon gut aus, dass man das hinkriegt, oder ist es tatsächlich komplett offen? Und dann auch, was wäre die Möglichkeit? Das heißt, Sie würden wahrscheinlich ja komplett umbauen wieder müssen dann, ne? Bleibt ja nichts anderes. Sind wir ja gewohnt. Da haben wir ja, sage ich mal, auch vor der Winterpause haben wir es gemacht. Dann haben wir Gideon auf die Innenverteidigung-Position gestellt oder Ekdal dann auch mal. Also wir haben schon noch die ein oder andere Idee. Bei Joe ist es mehr als offen. Also ich würde sagen, das sieht eher nicht gut aus. Kai Bellmann von der Welt. Dann in dem Zusammenhang vielleicht nochmal eine Nachfrage zu Mergim. Was bedeutet dieser Ausfall jetzt für Sie? Er war ja jetzt zuletzt ein sehr wichtiger Spieler auch in der Innenverteidigung. Ja, nicht nur als Spieler auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Deswegen bin ich froh, dass er das nächste Mal jetzt nichts hat, wo er operiert werden muss, wo er aus der Kabine weg ist, sondern dass er auf jeden Fall mal wenigstens in unserer Kabine weiterhin ist. Und er hat mir auch direkt gesagt, Trainer, das dauert nicht so lange, ich bin schneller wieder fit, und die sollen reden, die Ärzte, was sie wollen und so weiter. Es ist einfach super, ja, was die Dinge angeht. Und er ist so positiv und der wird uns auch da jetzt gut unterstützen. Aber natürlich müssen wir ihm dann auch die Chance geben, diese Verletzung gut auszuhalten. Was das für uns jetzt bedeutet, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Also wir sind es gewohnt, irgendwie in dieser Saison so alles mitzunehmen, was irgendwie möglich ist. Wie gesagt, vor der Winterpause hatten wir auch schon öfters mal die Situation, dass wir eigentlich oftmals donnerstags da gestanden sind und eigentlich gar keinen Innenverteidiger mehr hatten oder gar keinen Spieler mehr. Jetzt hatten wir gedacht, jetzt können wir uns ein bisschen beruhigen, die Situation, aber irgendwie erwischt uns immer wieder mal was und wir müssen... Deswegen, ja, mich trifft es, aber mich trifft es irgendwie nicht mehr so hart, weil die Schläge bin ich gewohnt und sind wir alle gewohnt, so ein bisschen so unerwartete Ereignisse. Ja, deswegen schnell abschütteln wieder und nach vorne blicken. Und ja, wir werden dann eine gute Lösung finden. Florian Rebin von der Mopo. Eine letzte Nachfrage zu dem Thema. Papa ist aber fit. 100%, ne? Gut. Ja. Okay, ich glaube, es gibt keine Fragen mehr. Dann vielen Dank für das Interesse an der heutigen PK. Danke.